10 Billiarden Tonnen. Das ist eine echt unfassbare Zahl. Und tatsächlich hat ein Forschungsteam vom renommierten Massachusetts Institute of Technology, MIT, jetzt herausgefunden, dass die Erde in ihrem Inneren mehr als 10 Billiarden Tonnen Diamanten verbergen könnte. Tausendfach mehr als bisher gedacht. Und das überrascht auch die Wissenschaftswelt extrem. Ein riesiger Schatz in der Tiefe, also direkt unter unseren Füßen. Wow, wie kommen wir also ran? Klickst um Science and Fiction, hier gibt es täglich faszinierende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Diamanten begeistern uns Menschen schon seit langer Zeit. Als Edelsteine sind sie kostbar und sehr beliebt. Für einen Rohdiamanten aus Afrika gab es bei einer Versteigerung erst vor kurzem satte 40 Millionen Dollar. Doch rein wissenschaftlich gesehen handelt es sich bei Diamanten einfach nur um Kohlenstoff, der unter hohem Druck und unter Hitze komprimiert wurde. Damit sind sie der härteste natürliche Stoff auf der Welt. Urzeitliche Vulkane haben sie dann irgendwann einmal aus der Tiefe des Erdmantels nach oben befördert und für uns Menschen zugänglich gemacht. Meistens entstehen sie in bis zu 200 Kilometern Tiefe und die besonders großen unter ihnen sogar noch tiefer in der Erde. Konkret entstehen Diamanten in den sogenannten Kratonen. Das sind quasi die Kontinentwurzeln, die rund 300 Kilometer in den Erdmantel hineinragen. Man kann sich vorstellen, wie umgekehrte Berge, die tief in den Erdmantel hineinreichen. Es sind die ältesten und unbeweglichsten Gesteinsschichten, die unter dem Zentrum der meisten Kontinentplatten liegen. Um die Spitzen der Kratone ging es auch dem Forschungsteam des Massachusetts Institute of Technology. Denn wenn seismische Wellen diese Kratonwurzeln passieren, werden sie immer schneller, rund 4,7 Kilometer pro Sekunde. Doch dieses hohe Tempo lässt sich seltsamerweise nicht mit dem dort vorhandenen Gesteinskomponenten erklären. Ein großes Rätsel also für die Fachwelt. Kurz zum Hintergrund. Prinzipiell können seismische Empfänger auf der ganzen Welt Wellen aufzeichnen, die durch Tsunamis, Explosionen oder Erdbeben entstehen. Die Wellen sind unterschiedlich schnell, je nach Zusammensetzung, Dichte und Temperatur des Gesteins, durch das sie sich bewegen. Umgekehrt können Forschungsteams aber eben auch durch das Tempo der Wellen rekonstruieren, welche Art Gestein die Wellen passiert haben müssen. In ihrer Studie haben die US-Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen seismische Messdaten mit einem virtuellen Experiment verknüpft. Sie erstellten virtuelle Kratonwurzeln und analysierten in einer Simulation, wie schnell sich Bebenwellen sich dort fortbewegen. Und zwar je nachdem, welche Testgesteine sie in ihrem Modell eingesetzt hatten. Ihr Ergebnis: Die Kratonwurzeln bestehen zu knapp 80% aus dem Gestein Periodontit und zu 20% aus Eklogit. Dabei handelt es sich um ein basaltisches Umwandlungsgestein. Zudem gab es aber die riesige Überraschung: 1-2% der Kratonwurzeln müssen auch aus Diamant bestehen. Das sind umgekehrt wohl mehr als 10 Billiarden Tonnen. Das ist, wie gesagt, tausendfach mehr, als man bisher lang dachte. Dazu einer der beteiligten Forscher, Ulrich Faul vom MIT. Das ist zwar nur ein Indizienbeweis, aber wir sind alle Möglichkeiten durchgegangen. Und dies ist das Einzige, das als plausible Erklärung übrig geblieben ist. Der Gehalt von 1-2% Diamant passe nicht nur zu den geologischen Parametern, sondern erkläre auch das hohe Tempo der Scherwellen. Diese Erkenntnis ist tatsächlich neu und zeigt uns, dass Diamanten gar nicht so selten sind, wie häufig angenommen. Allerdings nur geologisch gesehen. Denn eine Möglichkeit, diesen Schatz zu erreichen, die gibt's nicht. Das große Problem dabei: Die Diamanten liegen bis zu 240 Kilometer tief unter der Erdoberfläche und das können selbst die tiefsten Bohrungen nicht leisten. 1994 hatte man mit einem Rollenbohrmeißel rund 9100 Meter geschafft, also etwas mehr als 9 Kilometer, Weltrekord, was ein derart senkrechtes, tiefes Loch in die Erdkruste angeht. Kornkreise im Meer, was steckt dahinter? Draufklicken, anschauen und die Neugierzone abonnieren. Bis dann, bleibt dran.